Hallöchen, meine Lieben, und willkommen hier zum Auswärtsspiel MSV Duisburg gegen VfB Lübeck in der Spring to Glory Challenge MSV Duisburg Karrieremodus. Ja, also heute auswärts gegen den neuen Platzierten in Folgen. Spiel gegen 1. FC Saarbrücken, ein Unentschieden rausgeholt. Obwohl ich sehr gehofft habe, dass wir einen Sieg rausholen könnten. Aber es hat nicht so funktioniert, wie es eigentlich funktionieren sollte. Aber dafür hat unser Pascal Köpke einen Doppelpack erzielt, das uns gezeigt hat, er ist wieder da. Nur dafür gegen den Keeper und gegen seine harte Verteidigung nicht uns so kräftig durchsetzen konnten, um mehrere Tore zu schießen. Aber Hauptsache unentschieden. Aber wenn man sich hier die Tabelle noch mal vor Augen halten tut, sieht man, dass Waldhof Mannheim und SSV Sandhausen St. Kickers Boys mit der gleichen Punktzahl an uns nah dran sind. Und das sind nur mindestens, ich wiederhole, nur mindestens 5 Punkte. Und ja, wenn die theoretisch ihr nächstes Spiel gewinnen würden, was ich auch schwer glaube, aber wenn man sich so das anguckt bei den beiden Clubs von zweiten und dritten Platz, haben die beide 11 Siege, 6 Unentschieden, 3 Niederlagen, die gleiche Anzahl Gegentore. Und die gleiche Anzahl Punkte. Nur die Tordifferenzen und die Tore liegen ein bisschen unterschiedlich, wenn man sich das genauer anguckt. Ja, und deshalb heute also 3 Punkte holen und ja, weiterhin auf Abstand halten. Ja, also das Hauptteam wieder im Fokus. Ich habe auch ein kleines bisschen umgebaut. Bakir ist drin, dafür Yanda im Folgematch drin und Ado kann leider in der zentral defensiven Verteidigung jetzt gerade nicht spielen, weil er ziemlich ausgepowert ist und dafür ist Rieses als Innenverteidiger, also Dreier Innenverteidigung, dann die Verteidigung links und rechts, dann kommt der Flügel, dann ein Offensiver, ein mehr Offensiver, rechtes Mittelfeld und Piaka im Mittelsturm. Mal sehen, ob das den gewünschten Effekt bringen kann. Willkommen zum 21. Spieltag. Da kommen gerade die Mannschaften aufs Spielfeld und der Kommentator des Spiels ist wie immer euer Blue Ice Slayer Dragon. Wie immer könnt ihr auf dem Video einen Daumen da lassen, Kommentar in der Kommentarenbox, das Video teilen an andere, die sich gerne meine FIFA-Karrieren oder dieses Spring to Glory Challenge angucken wollen. Und ja, das wird heute ein ziemlicher Brocken. Und wie immer kommt ihr an meiner Videobeschreibung vorbei, wo meine anderen Social Media Plattformen verlinkt sind. Mein zweiter Kanal auf YouTube, Blue Ghost Biker. Ah, ich sehe Pascal Breyer bei VfB Lübeck. Na, das wird ja was richtig Lustiges. Und Hanno Behrens sehe ich auch. Das wird ja richtig lustig. Instagram, Spotify, mein X, also Twitter, mein Discord und mein Zweikanal ist ja in der Videobeschreibung verlinkt.
Und gerne auch bei den anderen Social-Media-Plattformen der anderen YouTuber, die auch in der Videobeschreibung verlinkt sind, die auch, sagen wir mal, FIFA-Karrieren machen oder Fußballanalyse machen zu, sagen wir mal, Hansa Rostock oder Werder Bremen oder whatever. Erste, zweite, dritte Liga. Und ja, supportet die auch mal sehr gerne. Puh. Mal sehen, wie wir heute spielen. So. Let's go. Also wir auf der rechten Seite in unseren Schwarz-Orange. Und VfB Lübeck spielt in ihren Trikots grün-weiß auf der linken Seite. Erster Freistoß. Eigentlich war das nur leider Körperkontakt. Und hier war es auch Körperkontakt. Und ich glaube, das gibt Freistoß für MSV Duisburg. Ja, und ist auch so gekommen, weil der VfB Lübecker den MSV-Spieler da weggedrückt hat und dadurch ein Freistoß entstanden ist. Ruschke, schön lang gespielt. Piaka, und das ist perfekt auf Play gespielt. Kleven in Tor von VfB Lübeck. Oh, jetzt will VfB Lübeck durch die Mitte. Hanno Behrens. Ein kräftiger Schuss von Hanno Behrens. Von der Nummer 18. Und da hat nicht viel gefehlt. Dann wäre er drin gewesen. Hätte bei so einem Drehschnitt gehabt, dann wäre er theoretisch drin gewesen. Aber Glück gab der Ball. Immer Tor. Und Keeper vorbei. So, jetzt geht's wieder los. MSV Duisburg. Und jawohl! So geht es richtig schnell. Und man zeigt es auch richtig. Push mit den 1:0. Von oben, Mitte. Nochmal Mitte und dann Schuss. Und schön in Dreh. Schuss. Und drin ist die Pille. Cool, ja. Push. Ist hier das erste Tor in den ersten paar Minuten. Oh, Pleel mit richtig gut Tempo. Piaka. Oh, kann sich leider nicht durchsetzen. Aber immer, manchmal ist Versuch drin. Akano. Außerhalb des 16ers schmettert er aber einen kräftigen Schuss. Aber der um Millimeter am Tor vorbei. Das ist der zweite Torschuss von VfB Lübeck. So, weiter hoher Schuss von Vincent Müller. Gut nach oben. Ah, Behrens mit einem Abprall. Einwurf. Bitter. So, Rieses. Zwei Spieler von VfB Lübeck wollen versuchen, den Pass zu stören. Oh, und hier wird der Pass richtig gestört. Hanno Behrens wird ein bisschen unterstützt. Ruschke, gut aufgepasst. Ah, das war eigentlich Freistoß.
Hanno Behrens wäre Freistoß gewesen. Oh, Enging. Push. Kann sich wieder nicht richtig durchsetzen. Wieder geht es in die Hälfte von MSV. Und Vincent Müller muss hier die erste Chance parieren. Gute 25 Minuten gespielt und wir führen immer noch 1:0 hier im Auswärtsspiel gegen VfB Lübeck. Guter Ball nach oben. Ah, nicht gut genug gewesen. Oh, da kommen wir an die Pille ran. Push. Gut, auf Bakir. Enging. Immer noch Enging. Und da ist unser Push mit dem Kopf. Haut er die Pille rein. Nochmal hier die Szene zu diesem Torschuss. Und Tortreffer. Ja, wir fehlen jetzt 2:0. Mal sehen, ob wir die Führung noch weiter ausbauen können. Bei den restlichen Spiele davor haben wir immer nur Unentschieden gehabt oder mal auf eine Niederlage. Aber jetzt haben wir wirklich mal den Dreh wieder drin. Na, die sind mal vorbei. Wir wollen immer versuchen, auf Piaka zu spielen. Ja, wo ist genau der? Ja, wir halten immer noch weg vom 16, aber jetzt kam der Schuss. Puh. Nicht schlecht der Schuss, aber Vincent Müller hält die Pille weg vom Kasten. Zweite Ecke. Hoher Ball. Ein Gegenköpf drauf. Einwurf. Gut aufgepasst. Haha, Wuschke gut mit dem Auge. Schön unten in der Drehung. Aber nicht. Pascal Breyer ist da. Hanno Behrens. Oh, gut aufgepasst. Bakir. Pleel. Oh, schönes Tiki-Taka. Und Push mit den Hattrick. Jawohl. Unser Push macht hier richtig Dampf in dieser Partie. Und das sehen wir gerade mit wunderschön. Traumtore von unserem Push. Ich hatte ja mal gesagt, Push hat so eine, wie soll ich sagen, Knick. Also kam nicht so richtig in den gewissen Spielen wieder vorwärts. Aber jetzt scheint es so, dass der Knoten endlich geplatzt ist und wir ihn wieder richtig als Joker oder Strippenzieher benutzen können. Wieder VfB Lübeck.
Hanno Behrens. Oh, Ruschke, gut aufgepasst. Und jetzt gehen wir erstmal in die Pause. Halbzeitstand 3:0. Die Halbzeitstände in den anderen gespielten Partien: TSV 1860 München liegt hinten gegen Jan Regensburg 1:0. FC Erzgebirge Aue liegt auch hinten gegen Unterhaching 1:0. Und auch FC Ingolstadt 04 liegt hinten gegen Sportclub Freiburg 2 1:0. Anstoß zur zweiten Halbzeit hier im Stadion von VfB Lübeck. Drei grandiose Tore haben wir in der ersten Hälfte ja gesehen. Von unseren Push natürlich. Und ja, so ein wunderschönes Hattrick hat man lange nicht mehr gesehen. Und wir werden nachdrücken. Es gab auch keine Wechsel. Beide Mannschaften sind frisch aus der Kabine rausgekommen. Aber ich glaube, der Trainer vom VfB Lübeck musste seinen Leuten ein bisschen den Kopf waschen und erklären, warum wir schon mit 3:0 in der ersten Halbzeit hinten lagen. Hatten gute Chancen nach vorne, aber Pass kam leider nicht gut an. Hanno Behrens, oh, jetzt ist Gefahr. Fleckstein, gut aufgepasst. Oh, wieder Gefahr. Und schon in der 53. Minute wechselt VfB Lübeck. Wo doch ein paar Spieler schwach geworden, um ein bisschen frischen Wind reinzuholen. Oh, das war sehr gut. Push. Enging kann sich durchsetzen. Aber Kühle ist da. So. Oh. Enging. Oh, Ball ist rausgeschlagen aus dem 16er. Pascal Breyer am Ball. Oh, leider an dem Ball vorbei. Oh, und da haben wir noch mal Glück gehabt. Sehr, sehr Glück. Dass der VfB Lübecker Spieler hier die Nerven nicht so richtig behalten konnte und leider den Ball am Tor daneben schoss. Hoher Ball. Na, Vorteil für VfB Lübeck. Hanno Behrens. Fleckstein will sich durchsetzen. Köhle. Galado auch gut. An den Ball kommen wir wieder ran. Bakir. Pleel. Und da ist wieder Push in Tempo. Ah. Sind wir noch? Ah. Jetzt ist die Chance vorbei. Weiterer Wechsel. Jan-Marc Schneider kommt drauf. Und Manuel geht runter. Und da klopft auch schon die fast 65. Minute an. Und ich glaube, Rieses hat schon gut geackert. Unser Stirling kommt wieder rein. Bakir, ja. Abgekämpft. Da kommt unser Ködler oder Ködherr rein.
Der ja auch LM und RM spielen kann. Ja, zwei Wechsel auf unserer Seite. Kräfte müssen wir auch gut behalten. Leicht, na, noch ein bisschen. So, jetzt kann aber Dirk kommen. Und da war ein guter Kopfball, aber Kleven hat die Pille. Gupe. Na. Bälle werden weiter. Pascal Breyer. Schneider, erster Ballkontakt. Und wir kriegen die Pille. Ein bisschen raus kriegen wir sie, aber weiter nach vorne kommt nichts. Das muss abseits gewesen sein. Ja, da läuft der Spieler vom VfB Lübeck in die Abseitsfalle rein. Stehling. Buschke. Ah, nicht gut, nicht gut. Ball bei VfB Lübeck. Oh, wieder gut. Entgegen. Immer noch Tempo. Zu weit vorgelegt. Ah, das war zu weit vorgelegt. Schneider. Schneller. Kommen wir noch ran. Ah, umgestoßen. Oh, und da muss Vincent Müller Pascal Breyer am Schuss hindern, der ja auch runtergenommen wird. Der nicht so gut ausgesehen hat. Aber trotzdem war das eine gute Parade gewesen von unserem Vincent Müller. Bitter. Immer noch bitter. Plel. Ah, da stand leider keiner, der sich bereit gemacht hat zum Laufen. Oh, jetzt geht's alles über die untere Seite, jetzt in die Mitte. Oh, Dernberg. Doch, der Anschlusstreffer fällt. Doch, wir können dieses Auswärtsspiel doch nicht zu null spielen. Aber der Anschlusstreffer für VfB Lübeck. Aber trotzdem, das ist nur noch Kosmetik, glaube ich. Ulrich Tapferhofer. Ja, da hat man es noch mal vom Sprecher gehört. Oh, Puschi gut durchgesetzt. Jawohl! Das war eine gute hohe Flanke und eng gegen den per Kopf. Jawohl! Super duper, mega geil! Hier. Zack. Dann hoch, Pleel und eng gegen mit dem Kopf. Jawohl. Und er hat den Ball perfekt an die Stirn bekommen und klatscht ihn ins Tor hinein. Und jetzt ist es ziemlich still geworden im Stadion von VfB Lübeck. Schneider. Kehl. Wieder Köter. Boah, kann den Ball trotzdem noch vernehmen.
Ah, jetzt nicht mehr. Sehr weg. Oh, gut auf Engine. Schneider. Der Verteidiger ist zwar da, aber der Schütze kam trotzdem zum Schuss. Und Vincent Müller pariert zur Ecke. So, die Ecke kommt. Und Vincent Müller hat die Pille. Erstmal ein bisschen wieder Ruhe reinbringen. Jetzt kommt der Ball, geht nach oben. Push. Er kann sich dieses Mal nicht durchsetzen, aber er hat ja gut gezeigt, dass er in den Minuten davor gut Ball vorlegen kann. Na, kommen wir noch vorbei. Aber Vincent Müller ist da und wieder klärt er zur Ecke. Der Verteidiger konnte erstmal da den Schützen erstmal ein bisschen bedrängen, aber der Ball konnte nach unten gespielt werden. Schuss. Aber es gibt noch mal Ecke. Die zweite Minute der Nachspielzeit ist schon um. Und ich glaube, das war's jetzt. Ja, wohl, es war's. 4:1 gewinnen wir das Auswärtsspiel und haben 3 wichtige Punkte und halten unsere Konkurrenz immer noch weiter auf Abstand. Puh, nach so langer Zeit und so vielen Unentschieden musste wirklich mal wieder ein Sieg her. Die Endstände hier zu sehen. Dreierpacks sind heute eine Seltenheit. Wie haben Sie die Leistung von Push gesehen? Push war heute überragend und ich danke ihm dafür, dass er uns zum Sieg geführt hat. Aber wir müssen uns weiter konzentrieren und hart arbeiten, um weiter Siege einzufahren. MSV Duisburg ist bislang in der dritten Liga mit 7 Spielen ohne Niederlage. Gehen Sie davon aus, dass das so weitergehen wird? Dass wir jetzt seit 7 Spielen unbesiegt sind, hat gute Gründe. Unsere Abwehr ist überwindlich. Glückwunsch, Sie konnten VfB Lübeck dieses Mal besiegen. Ihr Kommentar zum Spiel. Wer an den Jungs zweifelt, sollte sich dieses Spiel anschauen. Und da ist auch Push. Und hallo Boss, es wird viel über meine aktuelle Position geredet. Ich wollte Ihnen nur versichern, dass ich alles tun werde, um mit dieser Mannschaft Erfolg zu haben. Wenn Sie es so wollen, dann spiele ich gerne als linken Flügel. Aus meiner Sicht machst du es gut, also ich glaube, bleib einfach auf deiner Stammposition und ja, mach weiterhin Tore für uns. Ja, und da ist auch gleich das Spiel gegen Preußen Münster, das Rückspiel, weil wir jetzt in der Rückrunde drin sind. Und ja, wir schauen uns mal kurz die Tabelle an. Ja, also Waldhof Mannheim und SSV Sandhausen, St. Kickers Boys. Ich glaube, die haben eine Niederlage kassiert. Haben weiterhin 39 Punkte. Wir haben 47, das sind jetzt 8 Punkte Vorsprung. Und das ist was Gutes. Und mal sehen, ob wir uns weiterhin unsere Konkurrenz auf Abstand halten können. So, und wer sich das Video genau anguckt und dann analysiert, schreibt gerne eure Meinung und Ansichten in die Kommentare. Ich lese mir jeden Kommentar durch. Er bekommt ein Herz, eine Beantwortung und also Benotung und lasst gerne einen Daumen da. Das würde mich sehr gern freuen und mein Herz glücklich machen. Und teilt das Video an andere. So, ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wie sage ich immer,
wieder schauen und reingehauen. Euer Blue Eyes wieder so gesagt. Ciao. Wir sehen uns im Heimspiel, im Rückspiel gegen Preußen Münster Heim wieder. Kuss, Kuss und ciao.